Am Wort ist jetzt von den Grünen Eva Blimlinger, die Mediensprecherin der Grünen. An den Bildschirmen. Mit dem sogenannten Volkskanzler wollen Sie zurück in die Zeit des Volksempfängers. Auch den wird es nicht mehr geben. Und es muss einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk geben, der unabhängig ist und nicht eben in Zeiten wie des Volksempfängers es einen Volkskanzler gegeben hat. Das ist eine wichtige und notwendige Maßnahme, hier die Haushaltsabgabe einzuführen, um genau hier die Unabhängigkeit zu gewährleisten. Das Volksbegehren wollte die KIS abschaffen, das ist auch passiert mit der Einführung der Haushaltsabgabe, die sicherstellt, dass alle jene, die den ORF empfangen, und wir ersparen uns dadurch eine Überprüfung. Sie kennen das vielleicht noch, wie dann die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der KIS gekommen sind und geschaut hat, ob man ein Fernseh- oder Radiogerät gehabt hat. Das lässt sich alles, und es ist auch gut so, nicht mehr überprüfen. Deswegen wird jeder Haushalt zahlen. Es sind 15,30 Euro im Monat. Und das ist ein Betrag, der wesentlich niedriger ist als vorher. Ja, es kommen Haushalte dazu, aber auch Haushalte, die bis dato schon den ORF genutzt haben, sei es über Streaming, sei es über ORF.at, über alle möglichen anderen Kanäle. Und da es ja nicht die Möglichkeit gegeben hat, eine Gebühr einzuheben, weil es an die Geräte gebunden waren, das Fernsehgerät und das Radiogerät. Das hat sich jetzt Gott sei Dank mit der Novelle, die wir gemacht haben, geändert. Und vielleicht ein Wort zu der sozialen Staffelung. Ja, dem sind wir nicht abgeneigt. Es ist nur nicht möglich, ein Haushaltseinkommen derzeit zu ermitteln, ohne einen Aufwand, der nicht im Verhältnis sozusagen zum Ergebnis steht. Weil, und das wissen Sie ganz genau, das war auch schon bei den Corona-Hilfen, sondern bei allen anderen, wo ja dann immer der Vorwurf war, Gießkanne, ja. Das Problem ist nur, wir kommen nicht sozusagen dorthin, wo wir für ganz Österreich Haushaltseinkommen erheben können. Was bis zum 24. Lebensjahr betrifft, ja, aber da gibt es natürlich auch Jugendliche, die über mehr oder weniger Geld verfügen. Also das Lebensalter ist ja nicht eine Frage der sozialen Staffelung, sondern wenn, dann schon das Einkommen, und da ein Haushaltseinkommen und das zu ermitteln, ist derzeit nicht möglich. Wir haben die Befreiungstatbestände ja erweitert, was auch gut so ist, weil hier natürlich vor allen Dingen im Bereich der Behinderung und anderer Bereiche es notwendig ist, dass es eine Befreiung von der Haushaltsabgabe gibt. Aber lassen Sie mich noch ein Wort sagen, weil das ja immer mit der Teuerung so argumentiert wird, so quasi alles teurer, und jetzt führen wir diese unerträgliche Haushaltsabgabe ein. Wenn Sie sich anschauen, wie die Zahlungen für Netflix oder andere PTV-Sender steigen, muss ich mich schon mal fragen, ob nicht diese 15,30 Euro im Monat eigentlich zu niedrig sind. Weil wenn sozusagen der private Sektor es dem gelingt, sozusagen mit ihren Abo-Angeboten massiv zu steigern, ihre Gewinne, dann ist es offensichtlich keine besondere Belastung, diese 15,30 Euro zu zahlen. Noch dazu, wenn es eine dafür die Garantie eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks gibt, der eben nicht wie bei manch Privaten Fake News verbreitet. Und das ist, glaube ich, ein zentraler Punkt. Und in diesem Sinne ist die Haushaltsabgabe ein Garant für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die Finanzierung in normalem, sinnvollem Maße. Und im Übrigen bin ich der Meinung, bring them home now. Eine soziale Staffelung der ORF-Haushaltsabgabe sei zwar denkbar, es wäre aber schwierig, die Höhe von Haushaltseinkommen genau zu ermitteln, sagt Eva Blimlinger, die Mediensprecherin der Grünen.